Hallo, ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um die verschwundene Welt des James Barclay von Uwe Wolzig. Ich hatte mal ein Dreierpaket gewonnen mit drei Büchern desselben Autoren. Da war drin die verschwundene Welt des James Barclay, die Schatten des Glücks, was ich bereits vorgestellt habe, und Liebe und Ruhm, Love and Glory. Wobei ich Letzteres weiter verschenkt habe, weil historische Romane nicht so mein Ding sind. Und deswegen habe ich das, ich weiß nicht mehr wem, irgendjemand habe ich es geschenkt. Und hat es definitiv nicht mit auf Buchstabe genommen, weil ich von vornherein wusste, dass es mir nicht gefallen würde. Also ich hatte zuerst gelesen Die Schatten des Glücks. Ich hatte es auch vorgestellt. Es war sehr autobiografisch und sehr philosophisch, esoterisch. Und hatte mir sehr gut gefallen. Aufgrund des Klappentexts hatte ich dieses Buch ein bisschen länger legen lassen, weil es mir sehr merkwürdig vorkam, was da hinten drauf stand und ich nicht so richtig wusste, was da auf mich zukommt. In die verschwundene Welt des James Barclay geht es, wie der Name des Buchs schon sagt, um den Oxford-Professoren James Barclay, der direkt auf der zweiten Seite von einem Geistwesen, was steht da? Besetzt wird. Es steht tatsächlich besetzt da. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das auch so bezeichnet wurde. Er wird von einem Geistwesen besetzt, und zwar von Odysseus. Ich kann heute nicht so richtig reden, es tut mir leid. Der sich aber zuerst nicht zu erkennen gibt, sondern er sagt, er ist Cupido. Ich hatte das Wort übrigens auch schon mal irgendwo gehört, aber ich wusste nicht so richtig, woher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war irgendein Romantitel, wo auch mal Cupido drauf stand, aber ich kann es nicht wirklich fassen. Aber es kam mir direkt bekannt vor. Auf jeden Fall nennt er sich erstmal so und gibt sich nicht so richtig zu erkennen. Auch seine Motive sind am Anfang nicht ganz klar. Er drückt sich etwas schwammig aus. Auf jeden Fall ist es so, dass er James' Körper benutzen will, um verschiedene Menschen zu entführen, die irgendwie eine Zwillingsseele sind, also irgendwie mit seinem Planeten, wo er wohnt, verbunden sind oder so. Und er braucht diese für was auch immer. Er will eine Sekte aufhalten oder eine Loge. Die Loge des Northern Cross, die plant, die Gehirne von Menschen zu manipulieren, um sie zu Sklaven zu machen, sozusagen, dass sie nur noch das machen, was diese Loge möchte. Odysseus sagt, er möchte das verhindern und hat aber auch noch andere Pläne, so nebenbei, was wir dann so noch erfahren. Die Frau von James Barclay wird ebenfalls besetzt, und zwar von Paris. Und der Paris, der soll eigentlich so ein bisschen auf Odysseus aufpassen. Odysseus ist aber eigentlich nie da. Also James, / Odysseus, ist irgendwie erstmal nie da. Und James und Paris geraten in eine sehr merkwürdige Situation an Silvester auf dem, ich weiß nicht mehr, irgendwo in London, wo sie da plötzlich auf einen sogenannten Zombie treffen. Ich hatte ja gehofft, es wären richtige Zombies. Es ist aber nicht ganz so. Ein Mann, der von der Loge des Northern Cross bereits eine Gehirnwäsche bekommen hat und Frauen mit langen roten Haaren, glaube ich, angreift. Ich glaube, ja. Und ansonsten, ja, wir geraten als Leser mitten hinein in einen Krieg oder noch nicht ganz Krieg, könnte Krieg werden, zwischen verschiedenen mythischen Dingern, Göttern und Titanen, die da wohl irgendwie schon sehr lange miteinander verfeindet sind und jetzt wieder auf der Erde wandeln und versuchen, ihre eigenen Pläne durchzuführen. Und James und Karen werden da irgendwie mit reingezogen und versuchen, die Welt zu retten, sozusagen. Punkt. Also das Buch befasst sich sehr stark mit griechischer Mythologie, was ich ja prinzipiell sehr interessant finde. Das Problem war,
Ich weiß auch nicht so richtig, was das Problem war. Es kam mir sehr, sehr durcheinander vor, bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, sobald ich das Buch weglege, komme ich nicht mehr hinterher in der Handlung. Mir war alles ein bisschen sehr suspekt hier drin. Also ich konnte es einfach nicht wirklich nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Was ich auch nicht nachvollziehen konnte, war, dass die Götter, die sich gegenseitig seit Jahrtausenden kennen, sich dann noch gegenseitig ihre Geschichte erzählt haben, die sie eigentlich schon kannten. Also, erinnerst du dich, ich bin der Gott, der an diesem Fluss das gemacht hat und dort hier diesen Krieg angefangen hat. Warum erzählen die sich das gegenseitig, wenn die das wissen? Also mir ist bewusst, dass Uwe Wolzig das gemacht hat, um den Leser in die Mythologie einzuführen und das alles zu erzählen. Aber es hat für mich keinen Sinn ergeben, dass sie sich das gegenseitig erzählt haben. Das war das, was mich tierisch genervt hat, bin ich ganz ehrlich. Also ich fand die Geschichten sehr interessant, aber es hat für mich, ehrlich gesagt, in diesem Kontext, in diesem Buch hier, in diesem Roman, nicht wirklich Sinn ergeben, wieso sie das gemacht haben. Und also ich weiß nicht, es ist ein bisschen merkwürdiges Buch gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier kam einiges zusammen, sehr viel, also wie gesagt, griechische Mythologie, aber auch so Illuminati-Zeug und ja, auch ein bisschen Esoterik ist wieder mit drin, aber nicht so wie bei Die Schatten des Glücks, sondern irgendwie ganz anders. Ich weiß gar nicht, welches Buch älter ist, müsste ich jetzt eigentlich mal nachgucken. Das habe ich jetzt aber vergessen, das mache ich jetzt nicht. Ich vermute fast, dass das Buch älter ist, aber ich bin mir nicht sicher. Also, nee, definitiv nicht. Ich glaube, Die Schatten des Glücks ist älter. Oh, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Das Buch müsste. Es geht gleich weiter. Ja, natürlich, fällt jetzt noch alles runter. So muss es sein. Also, Schatten des Glücks. Doch, Schatten des Glücks ist von 2015. Das Buch ist von 2016. Gut, das heißt nicht, dass er das andere eher geschrieben hat. Nicht unbedingt. Das heißt nur, es kam eher raus. Ich weiß nicht so genau. Also, das hier ist von 2016. Aus dem Franzius Verlag, genau wie das andere. Und Love and Glory ist auch aus dem Verlag gewesen. Das war so ein Adventskalender-Gewinnspielzeug. Und da habe ich es eben gewonnen. Und hier steht mal wieder kein Preis drauf. Aber Moment, ich hatte vorhin kurz bei Amazon, natürlich habe ich es wieder zugemacht. Das ist die Schatten des Glücks, die verschwundene Welt des James Barclay, kostet 16,90 €. Das ist ein stolzer Preis. Ich bin froh, dass ich es gewonnen habe. Das ist ganz schön viel Geld, muss ich sagen. Dafür, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Ja, also insgesamt, ich kam so langsam da durch, weil ich immer nicht kapiert habe, was es gerade geht. 365 Seiten. Aber ich wollte es, also, wahrscheinlich hätte ich es abgebrochen, wenn ich das Buch mitten im Buchstapel gelesen hätte. Da es jetzt aber das Vorletzte war und ich mir vorgenommen habe, die letzten beiden Bücher nicht abzubrechen, habe ich es nicht abgebrochen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht so richtig, ob ich es empfehlen kann. Also, es hat mir sehr viel weniger gefallen als Die Schatten des Glücks. Es war für mich sehr durcheinander. Es war schwer hinterherzukommen. Es war sehr angenehm, meine Wiederholung zu bekommen in griechischer Mythologie, weil ich mich sowieso damit beschäftigen wollte in nächster Zeit. Aber mein Gehirn kam nicht so schnell hinterher, wie das hier so erzählt wurde. Das war das Problem. Und dann irgendwann war die Thematik auch, also die Problematik in dem Buch dann irgendwie ganz anders. Also da ging es dann gar nicht mehr um diese Loge, sondern dann nur noch um die Titanen und die Götter. Und ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich wusste nicht so richtig, was der Autor uns mit dem Buch sagen will. So. Genau, das kann man jetzt so stehen lassen, würde ich sagen. Es war jetzt nicht so megamäßig mein Buch. Es war gut geschrieben, also wieder sehr flüssig, genauso wie in dem anderen Buch, aber hat mir leider nicht so gut gefallen. Sehr schade. Aber ich kann es nicht ändern. So. Da würde ich sagen, was ist erstmal wieder von meiner Seite. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.